Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zur 33. Folge vom Euro Truck Simulator 2. Nie mehr auf der Räuchel. Wir stehen hier nämlich noch nach unserer Ablautestelle aus der letzten Folge in München. Und ich habe mich vorbereitet ein bisschen, nur ein kleines bisschen. Ich habe mir nämlich schon eine Route rausgesucht oder eine Tour rausgesucht. Hier gleich hier bei der Nachbarfirma. Und die beinhaltet nämlich einen Vorratstank nach Dresden zu befördern. Werden es gleich sehen hier. Ja, diesen Vorratstank geht es 11 Tonnen von München nach Dresden. Ist das beste Angebot, was Euro pro Kilometer angeht, hier in ganz im, also in ganz München. Ja, genau. Ein bisschen Hackengas hier, so. Und ich weiß offen gestanden noch gar nicht, ob wir auch wirklich jetzt diese Nacht schon losfahren nach Dresden hoch. Aber ich sattel erstmal auf hier. Kann natürlich sein, dass ich gleich wieder absattel. Warum sage ich euch gleich oder zeige ich euch jetzt schon mal hier Fahrzeit, nächste Pause in 1 Stunde 22 Minuten. Das heißt, wir brauchen relativ nah hier ein Parkplatz. Da haben wir einen einwandfrei. Der wird uns gehören. Schaffen wir das in der Zeit? Könnte knapp werden. Riskieren wir es. Oder lassen wir es sein. Hier hinten hätten wir wenigstens. Ja, hier hinten hätten wir wenigstens auch den LKW-Händler gleich mit aufgedeckt. Ach komm, Feuer frei, los. Hoppala, das war ein bisschen zu übermütig. Blasen jetzt der Autobahn hoch, nehmen den ersten Rastplatz. Ja, Wintermod ist immer noch drin, gell? Völlig klar. Von unserem Satan. Ich habe auch, wie in der letzten Folge besprochen, versprochen, besprochen, versprochen, ja, kommt das selber raus eigentlich, diese Christmas-Datei mit eingefügt. Christmas-Atmosphäre soll das sein. Ich habe jetzt offen gestanden noch nicht gesehen, wo hier irgendwelche Weihnachtsdekoration oder ähnliches ist. Aber in der README-Datei stand auch was von SC-DLC. Ich vermute mal, SC heißt Skandinavia. Und ich weiß jetzt nicht, ob vielleicht nur in Skandinavien da was gemacht worden ist, von der Mod her. Könnte natürlich sein. Ja, natürlich schade, weil ich glaube, da dauert ein bisschen, bis wir da oben ankommen. Beziehungsweise habe ich auch nicht wirklich großes Interesse, in naher Zukunft da hochzufahren. Dankeschön. So, guck, komm, zieh, zieh, zieh. Wir müssen jetzt ein bisschen die Hackengas machen, damit wir noch auf den Rastplatz kommen, bevor unsere Fahrzeit abläuft. Oder bevor sie uns mit abgelaufener Fahrzeit erwischen. Ja, der gähnt schon und wird müde und ach.
Ärmste. Weit war es ja eigentlich nicht. Natürlich schade, dass wir jetzt wieder in so einem komischen Rhythmus sind, dass wir überwiegend nachts fahren. Gut, das hängt nun auch damit zusammen, dass natürlich durch die Wintermods und sowas die Nacht verlängert und die Tageszeit ein bisschen verkürzt wird. Logisch, ich glaube, ohne Mods wird es gerade mal 22.30 Uhr, 23 Uhr erst dunkel und 4 Uhr schon wieder hell. Also da ist wirklich nicht viel Nacht. Das wäre natürlich in solchen Wintermonaten ein bisschen unrealistisch, wenn man hier noch abends um 9, sprich 21 Uhr, dann noch strahlenden Sonnenschein hätte und gerade mal der Sonnenuntergang ja, eingeleitet wird. Das wäre auch nicht in Ordnung. Deswegen müssen wir uns wohl oder übel an diese Nachtfahrten gewöhnen. Ich hoffe, auf YouTube sieht man dann auch noch ein bisschen was. Also ein bisschen mehr, wie nur das, was da vorne im Lichtkegel ist. Ja, also langsam war ich ein bisschen ungeduldig, muss ich offen gestehen. Ich habe mir vorgestellt, dass der Rastplatz respektive der Parkplatz oder die Tankstelle etwas näher ist. Habe mich wohl offensichtlich verschätzt. Hätten wir doch lieber, wären wir lieber in München geblieben, hätten da unser Nickerchen gemacht. Da kommt jetzt die Ankündigung 500 Meter Schild. Natürlich zeitgleich laufen wir hier ja auf einen zweiten, also auf einen LKW auf, nicht auf einen zweiten, ja, gut für, mit uns ist der zweite auf der Bahn. Ich hoffe, dass der Parkplatz frei ist. Jawohl. Stehen wir nun. Ja, ich hoffe, hinter uns kommen sie noch vorbei. Licht aus und gute Nacht. Ah ja, der Wintermod beinhaltet wohl auch Schneefall. Oh, noch ja. Richtige Soundkulisse mit dabei, das ist nicht original im Spiel. Schön, gefällt mir. Nichtsdestotrotz müssen wir weiter. Erstmal gucken, was da hinter uns steht. Oh. Nicht, dass die dann auf dem Auflieger zu dicht auffahren und ich nicht mehr zurücksetzen kann, das wäre ja tragisch. So, und weiter geht's hier durch unseren Winter. Aus irgendwelchen Gründen funktioniert mein Scheibenwischer nicht.
bitte zu entschuldigen, ich musste hier einen kleinen Schnitt machen. Mein Scheibenwischer ging nicht an. Ja, ich muss noch was umstellen. War mein Fehler, muss ich ehrlich zugeben. Aber nun geht's hier feuchtfröhlich weiter. Den werden wir mal hier überholen. Es geht mal ziemlich kurvenreich zu hier. Gut, ich habe mir anders überlegt. Jetzt zieht er mir doch davon. Dauerbetrieb einschalten von den Scheibenwischern. Das bleibt doch ein bisschen besser. Die großen Schneeflocken behindern doch die Sicht. Ja, was wollte ich eigentlich noch erzählen? Es gab im SCS-Blog wieder Neuigkeiten. Ja, diesmal ein bisschen mehr Informationen wie beim letzten Post. Da wurde ja nur so, naja, gesagt, wo der Weg ungefähr hinführen soll. Jetzt gibt es wohl da etwas mehr Details. So, jetzt aber. Nee, da kommt wieder was. Kollegen hier vorbeiziehen, das wird sonst nicht hier. Ich laufe immer wieder auf den auf. So, wo müssen wir eigentlich hin? Wahrscheinlich mittlere Spur, jawohl. Die machen ein Geräuchel hier, meine Güte, ey. Ja, auf den SCS-Block wollte ich zurückkommen. Ja, man ist jetzt der Meinung, man ist mit dem Patch 1.2.2 schon relativ weit. Man sagt, dass sie wohl bald in die Open Beta gehen können. Sprich, dass wir als Endverbraucher die Beta-Version dieses Patches schon spielen können. Ich möchte nochmal hinzufügen, oder von mir aus jetzt genau hinzufügen, dass ihr das mal nicht so auf die Goldwaage nehmen dürft, wenn ich sage, wir dürfen demnächst die Open Beta spielen. Es kann sein, wenn das Video erscheint und ihr das guckt, dass die Open Beta da bereits schon erschienen ist, also dass ihr da schon spielen könnt. Also solche Informationen von mir immer mit Vorsicht zu genießen. Ich nehme ja immer ein paar Tage vorher auf, von daher kann sich das auch mal ganz schnell überschneiden. Auf jeden Fall steht die Open Beta nun an oder ist vielleicht auch schon draußen zum Veröffentlichungszeitpunkt dieses Videos. Und ja, was wird eingefügt? Also ich werde schon mal das Thema Patch 1.2.2, da ging es um die ganzen Reifengeschichte, hatten wir vor ein paar Folgen, ne? Und jetzt hat man schon, ja, die ganze World of Trucks Geschichte schneidet man auch schon an. Lässt du mich jetzt raus? Ja, lässt mich raus, danke. Ja, die World of Trucks Geschichte schneidet man mit diesem Patch auch schon an. Man soll wohl dann in der Lage sein, mit diesem Patch ja, über den Server von World of Trucks da Aufträge anzunehmen. Also zum einen wird erstmal das Hauptmenü leicht überarbeitet. Das heißt, dieses Menü, wo dein LKW ja mehr oder weniger groß abgebildet wird, unten links kannst du erfahren drücken, rechts hast du ein paar Informationen, seit wann wird eigentlich rechts überholt. Das sind die Faxen hier. Und da soll nun oben links noch ein Fenster hinzugefügt werden, wo dein aktueller Auftrag drin steht. Und ja, man kann wohl dann über World of Trucks da Aufträge annehmen, die sind nur eine gewisse Zeit verfügbar. Und werden wohl auch in Echtzeit gemessen. Man muss dann aufpassen, es gibt dann zwei verschiedene Zeiten, so wie ich das verstanden habe, im Euro Truck Simulator. Das steht eben bei unseren Aufträgen hier, die wir jetzt hier so fahren, in Klammern GT dahinter, das heißt so viel wie Gaming Time, also die Spielzeit. Der Tag hat dann, oder hat ja, also der
Jetzt komme ich gerade nicht auf das Wort, dieser Fernfahrertag hier, sage ich mal, im Spiel. Diese 24 Spielstunden sind ja gerade mal im Stau. Das sind ja gerade mal 72 Minuten in echt. Wurde zumindest so geschrieben, ich habe es noch gar nicht nachgeprüft, ob es wirklich so ist. Und ja, die ganzen World of Trucks Aufträge werden auf jeden Fall prinzipiell in Echtzeit, also sprich in echten Minuten und Stunden angegeben. Und die laufen wohl auch parallel zu der ganzen Frachtmarkt respektive schnelle Auftraggeschichte. Man kriegt dann quasi, wenn man auf ich glaube, was steht denn da, Markt? Aufträge, nee, Aufträge steht da, glaube ich, der Button Aufträge, da wird der wird unterteilt dann, da geht ein Fenster auf und da kann man sich aussuchen, da kann man dann ja, Frachtmarkt, das ist das, was wir jetzt hier gerade machen, auswählen oder eben auch, ich glaube, wie heißt das andere, schneller Auftrag, ja, ich glaube, schneller Auftrag ist das, wo man quasi den LKW zur Verfügung gestellt kriegt, dafür aber weniger Geld bekommt. Und dazu kommt dann dieses Contracts hieß das, ich muss das mal kurz auf meinen Zettel lunsen hier, und da finde ich es natürlich nicht. Meine Güte, hier, das ist Contracts hieß das, und da kann man sich dann halt Aufträge aus World of Trucks raussuchen. Ich muss euch ehrlich sagen, ich verstehe davon, also ich verstehe schon, wie das laufen soll und was das so sein soll, aber den Sinn so richtig verstehe ich nicht dahinter. Was das bringen soll, kann ich bis jetzt noch nicht nachvollziehen. Also da bin ich sehr skeptisch mit der ganzen Geschichte. Das möchte ich mir wirklich dann mal angucken in Ruhe, was das überhaupt sein soll und wozu das dienen soll und überhaupt, sind da neue Aufträge dabei, gibt es eine neue Ladung oder warum. Ich nicht. Ich meine, eine neue Auftragsquelle, wozu brauche ich die? Das würde mich mal interessieren. Aber nun gut. Es kommt wohl jetzt mit der 1.2.2 und man kann es wohl auch schon testen. Und in der Beta sollen wohl noch am Anfang ein paar Defizite sein. Das heißt, da ist noch nicht alles drin, was rein soll. Da wollen sie erstmal mehr oder weniger die Server testen, über die das läuft, wie gut die da mitlaufen, ob es da Probleme gibt mit der Performance etc. pp. Und ja, dann später soll das richtig nochmal ausgereift werden, also in der Beta-Phase, aber noch so, wie ich das verstanden habe. Und ja, wie gesagt, das verstehe ich nicht so richtig, also den ganzen Sinn dahinter, warum ich da auf einmal Aufträge brauche von World of Trucks, weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht habe ich auch nur irgendwas missverstanden oder irgendwas mit überlesen, oder ich weiß es nicht. Wenn es natürlich einer besser weiß und kann es mir erklären und ist der Meinung, das ist gut, oder auch derselben Meinung wie ich, es gewittert das ja auch noch. Leute, was ist das für ein Wetter hier? Da könnt ihr gerne mal seine Meinung kundtun oder seine Informationen in den Kommentaren unter dem Video preisgeben, würde mich freuen. Aber wie gesagt, meine derzeitige Meinung ist die, das ist einfach sinnlos. In meinen Augen, was da geschieht. Auch dieses Gründen virtueller Spedition, was da nun noch ansteht, was denn noch passieren soll bei World of Trucks. Ich weiß nicht, ob das so eine Entschuldigung sein soll dafür, dass es kein Multiplayer gibt, oder ich habe keine Ahnung. Also ich weiß nicht, worauf das hinauslaufen soll. In meinen Augen ist das alles kein Ersatz für einen gescheiten Multiplayer. So, und den gibt es immer, leider Gottes nicht. Und das können sie eigentlich, also entweder sie setzen sich dran und überarbeiten das komplette Spiel und bringen einen Multiplayer rein, oder sie lassen es sein. Das ist in meinen Augen einfach nur Zeitverschwendung. Das ist in meinen Augen Zeitverschwendung, was sie da machen. Da sollen sie sich lieber die Leute, die das bearbeiten, dran setzen, dass sie hier Tandem-Anhänger oder ähnliches einbeziehen können und einbauen können. Oh, da kommt einfach was Scheiße.
ich sehe schon hier. Dresden ist die rechte Spur, die Bummelspur. Wir müssen ja nach Dresden. Also müssen wir hinterherkommen. Herrlicher Schneesturm hier, also diese Kulisse haben sie gut gemacht, muss ich sagen. Auch übertreibt sich. Obwohl, das ist Realität. Also das sieht man so oft, dass jetzt nicht unbedingt der LKW hier, aber auch die PKWs da vorne, die bremsen in den Abfahrten ab hier, als, keine Ahnung, müssten sie 90 Grad spitzwinklig abbiegen. An solchen Autobahnkreuzen fahre ich hier mit einem LKW hier mit 90 durch. Also im Spiel nicht in Realität, gell. 80, 90. 90 könnte vielleicht ein bisschen, ja, da muss man schon ganz schön Acht geben, aber mit 80 kommst du hier bequem rum. So, wir sind jetzt bei der Folge bei knapp 22 Minuten. Noch nicht ganz, aber gleich. Mal ganz kurzen Blick auf die Karte wagen. Ah, es ist noch ein schönes Stückchen hier. Es ist noch ein ganz schönes Stückchen. Wir überziehen etwas. Aber jetzt Schluss machen. Dafür ist es nicht lang genug, denke ich mal. Also die Strecke, die noch vor ist, liegt meine ich natürlich damit, gell? Mal rotzfrech, jetzt ziehen wir noch raus hier. Ja, ja, das ist noch zu viel Strecke eigentlich, aber eigentlich nicht. Zu wenig Strecke halt, um da jetzt noch die Folge schon zu beenden. Wir fahren jetzt noch bis zur Ableitestelle gemeinsam und ich denke mal, wir sind da noch, ja, auf jeden Fall unter 30 Minuten. Denke ich, hoffe ich, glaube ich. Und da sind wir noch in einer, ja, vertretbaren Zeit. Ja, die bauen hier Kurven rein in die Autobahn, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ich habe auch schon mal ein bisschen recherchiert, was Hard Economic Mod angeht, weil unser Hard Economic Mod, sind wir mal ehrlich, hart ist er nicht. Also wir kommen hier absolut keine Geldprobleme hier und das ist, ja, eigentlich schade, dass wir hier mehr Geld kriegen wie Erfahrungspunkte. Das finde ich immer, das muss ein guter Hard Economic Mod, muss das so ein bisschen ausgleichen. Also ich verzichte lieber auf ein paar Euro und kriege dafür Experience und Erfahrung. Weil jetzt momentan, also wir haben ja Geld, wir haben ja 25.000 Euro oder so haben wir mittlerweile erwirtschaftet. Und zahlen noch einen fetten Kredit nebenbei ab. Das kommt ja noch hinzu, ja. Ich muss sagen, wir könnten dann so viel kaufen, aber wir können es nicht, weil wir eben die Erfahrung nicht haben. Das ist so ein bisschen, ja, das zieht mir ein bisschen künstlich in die Länge, habe ich so den Eindruck. Weil irgendwie die Spannung, dass ich jetzt sagen könnte, oh, hoffentlich gehen wir mit der Tour jetzt nicht pleite, die gibt es nicht, weil Geld kommt genug rein und aber anfangen können wir nicht damit. Das finde ich persönlich ein bisschen schade. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich habe mal schon mich informiert nach anderen Hard Economics Mods und habe auch schon mal eine ausprobiert. Das Problem, was ich habe, es gibt welche, die härter sind vom Geld her. Aber dann kriege ich allerdings nicht mehr den Kredit abgezahlt. Also dann brauchst du auch schon von diesen härteren Economic Mod auch den angepassten Kredit und die Kreditraten. Und wenn du die nicht hast hier, da wird das natürlich nichts hier.
Ich habe den Eindruck, wir müssen hier abfahren. Oder nicht? Oder doch? Weiß ich nicht. Geht beides nach Dresden? Nein, müssen wir nicht. Wir können gerade ausfahren. Die nächste Abfahrt dann, das ist jetzt nur ein Autobahnkreuz gewesen hier. Also werden wir wahrscheinlich in der nächsten Abfahrt abbiegen dürfen oder abfahren dürfen. Jawohl, da kommt die Abfahrt über die Brücke, die wir jetzt drunter wegfahren, fahren wir nachher noch drüber weg. Oh, wir müssen nochmal abbremsen. So, normalerweise müsste wieder rechts vor links sein, aber das heißt jawohl, wir haben sie ja nicht gesehen. Ja, da wartet aber auch auf uns, also ist hier doch kein rechts vor links. Ich verstehe die Verkehrsführung hier teilweise nicht. Egal, vorher frei, der hat auf uns gewartet. Ja, und anders war er nicht da, auf den erwarten konnte. So, ich hoffe, der biegt rechts ab mit seinem LKW. Dankeschön. Dass da noch Regen runterkommt. Also wenn wir draußen gucken, das sehen zwar auf der Scheibe aus wie Schneeflocken, aber runter kommt eigentlich Regen draußen. Das ist ein bisschen schade. Aber die Landschaft sieht gut aus, das muss man lassen. Und die Soundkulisse ist gut, das muss man auch lassen. Und vor allen Dingen ist es eine Mod, die funktioniert. Bis jetzt ist mein Spiel nicht abgestürzt. Wir klopfen mal auf Holz. Toi, toi, toi. Dass es also bleibt. Ja, es sieht prima aus, läuft flüssig, von daher. Das ist ein kleineres Manko, was aber nicht weiter wild ist. Wir überholen sie jetzt schon in den Kurven hier, prima. So, und da ist auch schon unsere Abladestelle, leicht außerhalb von Dresden. Ist das Loch, da müssen wir rein. Ja, würde ich sagen, während ich hier mal reinrangiere, wir müssen ja noch an die Rampe ran. Kommentiert fleißig zum Thema. Ja, zu dem Winter Mod Christmas Ding haben wir, wie gesagt, jetzt nichts gefunden. Wahrscheinlich wird das nur in Skandinavien sein. Wenn es natürlich einer weiß, da könnt ihr natürlich drunter schreiben. Ansonsten kommentiert fleißig, lasst mir auch Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wieder einschaltet bei Donstefanio TV. Und sage bis dahin, fahrt schön rechts, gell. Grüßt die Leute. Macht's gut. Oh, bleibt. Geht doch. Ging doch schon. Warte, aber naja, steht doch. Sieht zwar komisch aus, funktioniert aber. Genau, bis dahin, macht's gut, gell? Haut rein. Ciao.